Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Planet Zoo, hier auf meinem Kanal. Ich bin der Ichwart und wir spielen ein bisschen weiter. Wir gucken mal. Oh, Warzenschwein steht kurz vor Inzucht. Das wollen wir nicht. Moment. Pausieren. Das wollen wir nicht. Dann machen wir mal kurz so. Wir wollen nämlich hier auf gar keinen Fall, dass wir hier ein Problem bekommen. Genau, das wäre nämlich Inzucht und da wäre dann Fruchtbarkeitsgenpotenzial ganz schlecht. Da wäre alles ganz schlecht. Das, oder auch Chance für erfolgreiche Empfängnis gleich null. Aber trotzdem wollen wir das nicht. Deswegen habe ich da jetzt auch erstmal direkt ein Anti-Baby-Medikament gegeben. Inzucht wollen wir hier nicht haben in unserem Zoo. So, wir gucken mal. Womit wir weitermachen. Zoo hat wenig Geld. Ja, das ist okay. Aber ein bisschen Geld haben wir ja zum Glück noch. So, jetzt gucken wir erstmal. Pass mal auf. Die machen keine Babys. Wir werden aber mal kurz gucken in den Tierhandel. Und schauen mal hier bei Warzenschweinen. So, Wildhund brauchen wir nicht. Wir wollen ein Warzenschwein. Jetzt mal kurz gucken, wo haben wir denn die? Warzenschwein, Warzen. Ich sehe sie gerade nicht. Bin ich blind? Ihr habt sie wahrscheinlich schon 10-mal gesehen, aber ich glaube, die waren weiter oben, ne? Wo denn? Hier, Warzenschwein. Entschuldigung. So, Tierattraktivität. Machen wir genetischer Rang, auf jeden Fall Gold. Wir wollen attraktive Tiere haben. Und dann gehen wir mal her und suchen uns ein hübsches Weibchen raus. Oder auch ein Männchen. Eigentlich ist es egal. Männchen oder Weibchen ist eigentlich wurscht. Aber hier haben wir auf jeden Fall ein nicht ganz teures. Das ist auch gut. Das ist aber schon 6 Jahre alt. Aber da bin ich eigentlich ziemlich begeistert von. Das finde ich gut. Das hole ich, verlegt das hier hin, so, und dann gehen wir her und holen das andere Männchen hier raus, nämlich den hier, den ins Handelszentrum einlagern, zack, und dann suchen wir das andere Mädchen wieder. Wo ist es denn, wo ist sie denn? Die nehmen wir und dann kann die Antibabypille wieder weglassen. Das ist okay. Und da kommt jetzt das neue Männchen und mit dem kann sie von mir aus ja, hübsche Sachen machen. Ja, da habe ich dann eher weniger Probleme mit. So, sehr gut. Dann gehen wir ins Handelszentrum rein. Da haben wir jetzt hier wieder Tiere und da handeln wir. Und den verticken wir für... Ich glaube, wir kriegen hier auch nicht sonderlich viel. Komm, wir machen einfach hier Handelspreis. Ja, 25, komm, handeln, zack. Den hier kann ich nicht handeln, warum nicht? Ist ein Jungtier, ach so. Und Jungtiere kann ich nicht verhandeln, oder was? Das ist ja komisch. Egal. Zoo hat wenig Geld. Ja, wir machen gerade irgendwie noch nicht so viele Einnahmen, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben hier nur noch eine Darlehensrückzahlung für Marketing am Laufen. Das sollte aber bald weg sein. Das spielt auch nicht so die große Rolle. Schaut euch das an, das ist nicht so tragisch. Wir können das auch direkt mal anhalten. Darlehen, Finanzen. Und dann sollte das direkt bald weg sein. Gehegereparatur kostet immer Geld. Stromkosten kosten immer Geld. Das ist nicht zu verachten. Und dann müssen wir mal gucken, was für Tiere wir noch her tun. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Beziehungsweise wir können auch erstmal hergehen. Das ist vielleicht sinnvoller. Und gehen mal in die Forschung. Und da brauchen wir ein Forschungszentrum dafür. Und ich glaube, das können wir uns leider noch nicht ganz leisten. Einrichtungen, ich guck mal kurz. Mitarbeitereinrichtungen sind das, glaube ich. Schauen wir mal. Handelszentrum, Forschungszentrum klein. Doch, wir können uns das leisten. Wunderbar. Dann holen wir uns das nämlich direkt mal. Ich
Frage ist, wo packen wir das hin? Wir können das hier noch ganz knapp daneben packen, aber ich glaube, das ist nicht ideal. Komm, wir haben hier genug Platz. Das machen wir einfach hier. Mal ein Forschungszentrum ran. Zack. Jetzt haben wir aber gar kein Geld mehr. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Erstmal. Was wir aber machen müssen, ist im Forschungszentrum klein Forschung ansehen. Wir gehen her und erforschen Warzenschweine. Wir wollen nämlich auch, dass die irgendwie mal irgendwann was spielen können und dann einfach eine bessere Qualität haben, eine bessere Lebensqualität. Das ist nämlich eine wichtige Sache. So, der soll das mal forschen. Weil momentan ist es leider so, dass wenn wir die Warzenschweine anschauen, wo sind sie denn? Da ist eins. Dann sehen wir hier, Lebensqualität ist nicht so hoch. Das liegt halt daran, dass die auch keine Beschäftigung haben. Keine, ja, Futter ist mittlerweile auch leer. Da müssen wir auch mal einen Tierpfleger zum Gehege rufen. Der soll das mal machen. Haben wir hier beim Zoo, wenn wir auf die Mitarbeiter gehen, haben wir hier einen Tierpfleger, der hat ja einen Arbeitsbereich. Und auch der Zoopfleger, da machen wir auch mal kurz einen Eingangsbereich. Da soll er sich darum kümmern, beziehungsweise der da auch darum kümmern. Super, einwandfrei. Haben wir denn Wasseraufbereitung? Ja, hier haben wir Wasseraufbereitung. Da können wir auch direkt mal oben schauen. Bei Wasser sehen wir hier, alles in dem Bereich wird aufbereitet. Das heißt, wir sollten keine kranken Tiere durch dieses Wasser bekommen. Das sollte ziemlich gut sein, das Wasser. Und deswegen ist das Ding hier hingestellt, damit wir hier gutes Wasser bekommen. Auf Pause bin ich gerade nicht, aber der steht trotzdem nur rum. Was macht denn der da? Mein Gehalt ist gar nicht so übel. Ach was. Ach was, dein Gehalt ist gar nicht so übel. Ah ja, Anstellung, er ist ganz zufrieden. Und der soll Vivarium beaufsichtigen. Nein, das soll der nicht. Er soll Tiere im Gehege füttern und das Gehege reinigen. Das ist sein Bereich. Forschung, ja, Azubi wird ein höheres Gehalt erwarten, wenn man ihn aufrüstet, aber das machen wir noch nicht, das brauchen wir auch noch nicht. Hauptsache kümmert sich um die Tiere hier, das wäre am besten. Hier geht auch gut was. Hier läuft es auch. Also insgesamt, wir kriegen ganz wenig Geld immer dazu, aber so stetig zumindest. Also stetig kriegen wir hier Geld dazu. Jetzt sind wir auch nicht so im Minusbereich. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir, ach nee, Darlehensrückzahlung 130 zahlen wir immer noch. Aber wir haben offensichtlich gute Einnahmen. Müssen wir mal kurz gucken, wohin die Einnahmen, woher die kommen. Ticketverkäufe haben wir, Ladeneinnahmen haben wir. Die sind allerdings noch nicht so hoch. Und hier Spenden haben wir ziemlich viele. Und das ist ziemlich cool. Das liegt aber wahrscheinlich auch unter anderem daran, dass die Leute vielleicht ja, die Tiere ganz cool finden. Also, dass die Leute gerne spenden. Ich meine, wir haben hier einen, der ist mit Gold bewertet. Der hier ist noch nicht. Doch, die ist auch mit Gold bewertet. Das heißt, wir haben zwei, die mit Gold bewertet sind. Und das ist natürlich für die Leute ziemlich gut. Keinen erreichbaren Mitarbeiterraum gefunden. Ja, das könnte daran liegen, dass der Mitarbeiterraum hier vielleicht ein bisschen klein ist noch. Den könnten wir in der Folge mal vergrößern. Jetzt nicht in dieser Folge vergrößern, wie ihr das jetzt wieder denkt, sondern wir könnten den demnächst einfach mal ein bisschen vergrößern, dass wir einfach mal ein bisschen, ja, mehr Platz haben für die Mitarbeiter, dass die hier auf jeden Fall entspannter sind und auch mal ihre Pause machen können. Da sind nämlich gerade einige Mitarbeiter drin, die Pause machen und hier auf einen Fernseher starren, der aus ist. Hier sehen wir noch Leute, die Pause machen. Hier ist auch ein Laptop, der aus ist. Und Leute, räumt hier drin mal auf. Was ist denn mit euch los? Nur weil es ein Mitarbeiterraum ist, heißt das nicht, dass der aussehen darf wie Sau. Also bitte. Aufräumen wäre schon mal nicht schlecht. Ah, okay, hier ist gerade niemand da. Okay, weil wir natürlich nicht mehr Mitarbeiter einstellen, wie wir brauchen. Warum nicht? Weil wir uns nicht mehr Mitarbeiter leisten können und wollen. So, jetzt gucken wir aber erstmal Barrieren.
Wir könnten eine Barriere bearbeiten und dann machen wir hier die Barriere weiter für das nächste Tier, das wir uns gerne anschaffen möchten. So. Und das wäre auf jeden Fall vielleicht ein cooler Rückzugsort mitunter für das Tier, das da reinkommt. Ich überlege nur gerade, ob ich das Gehege noch ein bisschen größer mache. Ja, komm, ich glaube, ich mache das Gehege so. Und dann ziehen wir das hier volle Kanne durch. Ja, auch ein bisschen Winkelausrichtung. Zack, zack. Die Winkelausrichtung, die ging aber ein bisschen schief. Warum? Ach so, weil das hier so ein bisschen off ist. Ich sehe schon. Ist das jetzt hier besser dran? Nee, so richtig gut ist das nicht. So. Ja, aber jetzt passt, glaube ich. Aber jetzt haben wir hier, es ist trotzdem ein bisschen arg krumm hier. Aber wir machen die Winkelausrichtung aus. Ich meine, es muss auch nicht alles so extrem gerade sein. Das ist überhaupt nicht notwendig. So, vielleicht noch ein bisschen länger. Ja, vielleicht noch ein Ticken länger. Ja, vielleicht so. Und dann schließen wir das hier direkt an. Und jetzt können wir auch mal hergehen und das hier noch ein bisschen rausrücken. Ein bisschen so. Und dann ist es, glaube ich, ganz gerade, oder? Ja, ich glaube, das ist gerade so. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir hier diese Barriere zu einer Glasbarriere machen. Das ist gut, dann können die Leute nämlich von hier reinschauen und von da reinschauen. Vielleicht machen wir auch diese Barriere noch zu einer Glasbarriere. Was meint ihr? Ich glaube schon. Diese und das da auch noch zu Glas. Dann können die Leute da gut reinschauen und da gut reinschauen in das Gehege. Und dann können wir hier auf jeden Fall coole Tiere reinpacken. Ich guck mal, wie groß das Gehege denn insgesamt jetzt ist. Achso, wir müssen noch Barrieren hinzufügen. Beziehungsweise eine Tür und die mache ich von hier direkt. Das ist nämlich jetzt das Coole hier an diesen Mitarbeiter-Räumlichkeiten hier. Da können wir einfach die Türen hier hinten rein platzieren und die Leute kriegen das überhaupt nicht mit, dass da der Eingang ist zu dem Gehege. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also man sieht es natürlich, aber es ist nicht weiter tragisch. Die Frage ist jetzt, wie groß ist das Gehege? 1804. Da können coole Tiere rein. Da gucken wir auch mal kurz in den Tierhandel. Und dann schauen wir mal. Jede Tierart filtern. Genau. Und dann gehen wir mal her. Die Attraktivität, die können wir jetzt auch mal. Können wir mal kurz lassen. Das ist vielleicht besser. Und dann sortieren wir das mal nach Preis. Und dann gucken wir mal, was wir so kriegen hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, nicht das, was wir gerne haben wollen. Und jetzt dauert es hier wieder ewig. Es tut mir auch furchtbar leid, dass es so ewig dauert. Ist jetzt nicht das, was ich unbedingt wollte. Wir könnten aber auch mal, warte mal, wir könnten einfach mal. Gibt es nicht irgendwo. Es gibt doch hier, genau, eine Zoopedia gibt es. Dann können wir nämlich schon mal schauen, wie groß die Gehege sein müssen. Sehen wir das hier überhaupt? Nee. Wölfe holen wir uns nicht, weil die waren das letzte Mal extrem teuer. Bestand in Wildnis, da sehen wir auch, da gibt es nur noch 250 vom westafrikanischen Löwen. Deswegen können wir hier auf jeden Fall keine holen, die sind extrem teuer. Hyänen, Trampeltiere sind zahm. Ah, das ist cool. Afrikanischer Strauß, der ist nicht gefährdet. Der ist stark gefährdet, der afrikanische Wildhund.
Und der hat mir das letzte Mal aber auch ziemlich gut gefallen. Also ich glaube, so einen afrikanischen Wildhund, da wäre ich nicht abgeneigt. Also ich glaube, der war auch nicht teuer. Ich glaube, das hat schon gepasst mit dem afrikanischen Wildhund. Dann schauen wir noch mal. Ja, seht ihr, die sind nämlich gar nicht so teuer. Und hier haben wir schon den ersten mit einer Goldbewertung. Fruchtbarkeit 50% ist okay. Und hier haben wir das nächste mit Goldbewertung. Da schauen wir mal. 250 ist jetzt nicht so billig, aber ich glaube, wir holen die trotzdem. Ah, oder hier. Ach, perfekt. Holen wir. Verlegt. Ab in das Gehege rein. Und dann haben wir hier noch jemand verlegen. Ab in das Gehege. Versand ist geplant. Sehr gut. Und jetzt müssen wir in diesem Zoo auch unsere Arbeitsbereiche verändern. Und zwar Arbeitsbereich bearbeiten. Das da gehört jetzt mit zu diesem Arbeitsbereich dazu. Zack, fertig. Zwei Gehege, null Gebäude, null Mitarbeiterräume. Die Frage ist nur, müssen wir auch die Mitarbeiterräume zuweisen? Da bin ich mir halt nicht so sicher. Vielleicht kann das mal jemand in die Kommentare schreiben, was man da alles zuweisen müsste. Das wäre auf jeden Fall mal sehr interessant. Vielleicht mache ich auch mit den Zuweisungen immer was falsch. Das könnte ja theoretisch sein. Was ich auch noch machen kann, ist in die Forschung gehen. Ah, sehr gut. Das erste ist schon erforscht. Was können wir denn hier machen? Zoopedia? Nein. Schauen wir doch mal. Einrichtungen. Gehege. Futterkäfig. Wir gucken mal bei Eigenschaften. Art. Warzenschwein hätte ich gerne. Hier ist es wieder. Ja, hier ist es wieder sortiert. Warzenschwein. Da, ein Futterspender, fast klein. Das ist genau das, was ich suche eigentlich. Das ist cool. Das machen wir direkt mal. Dann platziere ich das nämlich mal hier hin. Zack. Hier einen Futterspender. Und hier nämlich auch noch einen Futterspender. Zack. Ich glaube, das ist nämlich richtig cool. Beschäftigungsgegenstände zurücksetzen. Sehr gut. Auch hier Beschäftigungsgegenstände zurücksetzen. Tierpflege rufen. Hier auch noch Tierpflege rufen. Ach, wurde angefordert für beides. Sehr gut. Weil dann haben die nämlich eine Beschäftigung. Das ist nämlich die Idee. Damit steigert sich auch deren Lebensqualität nämlich. Und das ist nämlich genau die Idee, die wir haben. Schaut, Futterbeschäftigung 100%. Beschäftigung, Spielzeug für Tiere, das haben wir jetzt, glaube ich, noch keine. Ich kann jetzt mal kurz schauen, ob wir ein Spielzeug für Tiere haben. Lebensqualität, Objekte, Spielzeug. Nee, das haben wir noch nicht. Aber das brauchen wir jetzt auch aktuell noch nicht. Das ist auf jeden Fall noch abzuwarten. Aber das Coole ist, das wird die Besucher freuen und die Besucher spenden dann wieder mehr, weil sie sagen, ah, da wird schon artgerecht, wird hier gehalten und die haben da Beschäftigung. Das finden wir ziemlich cool. Und dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Wie ist denn das jetzt hier? Wird da jetzt noch verlegt oder kommt da niemand oder wie ist das? Hat er gerade was anderes zu tun, was Besseres zu tun oder? Veterinärforschung abgeschlossen. Wieder was abgeschlossen, sehr gut. Kann man direkt mal gucken, ob wir hier wieder was haben. Yep. Sehr gut. Eine Kräuterwitterungsbeschäftigung. Super gut. Zack. Und komm. Zack. So. Und das ist nämlich jetzt richtig cool. Jetzt haben wir nämlich hier noch was Neues. Hier haben die was. Dann haben sie da auch noch was. Dann können wir hier mal schauen. Und jetzt schaut euch das an. Perfekt. Jetzt wäre noch cool ein Bonus mit anderen Arten. Das wäre noch ziemlich cool. Da müssen wir aber mal kurz gucken, was wir mit denen zusammen halten können. Das wäre nämlich ziemlich genial. Warzenschwein. Schauen wir mal. Interspezifische Gemeinschaft.
Ein afrikanischer Strauß. Ah ja. Giraffen. Ah ja. Warzenschwein wird davon profitieren, sich das Gehege mit diesen Tieren zu teilen. Rappenantilopen unter anderem. Aber ich glaube, die werden ziemlich viel Platz brauchen. Warzenschweine. Aber hier, afrikanischer Strauß, könnte man machen, oder? Ich meine, warum nicht eigentlich? Wann bringt der denn die Tiere eigentlich hier mal an? Ist mir jetzt gerade echt ein Rätsel, wann der die Tiere bringt. Wir gehen mal Tierhandel und dann auf den Tierhandel. Nicht wir gehen Tierhandel, aber auf den Tierhandel gehen wir. Und dann schauen wir mal, wo der Strauß eigentlich ist. Strauß, Strauß, Strauß. Das wäre nämlich ziemlich cool. Gabelbock. Nilwaran, Pfau, Panda, Spießbock, hier afrikanischer Strauß. Filtern und die sind billig. Das ist sehr, sehr gut. Die sind nämlich ziemlich billig. Guckt euch das an. Jupp. Und da schauen wir doch mal. Wir brauchen. Ach, da gehen wir mal da drauf. Beziehungsweise den Filter, den mache ich mal kurz weg. Ich gehe mal preislich vom. Ah, vom niedrigsten. Und dann nehmen wir Rang Gold filtern. Und die sind nämlich selbst als Gold sind die noch billig. Das ist das Coole. Der hier ist gut. Den nehmen wir. Verlegen den direkt hier rein. Und dann gehen wir noch her und nehmen noch einen. Ich muss mal kurz gucken. Was für einen Strauß haben wir uns denn besorgt? Wir haben ein Weibchen, dann brauchen wir noch ein Männchen. Schauen wir mal kurz. Der hier ist doch gut, oder? Aufnehmen. Verlegen. Sack hier rein. Versand ist geplant. Super. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo eigentlich der Typ rumlatscht, der die Tiere hier bringt. Jetzt können wir auch direkt mal gucken, noch kurz ins Zoopedia bei afrikanischer Strauß. Die haben nämlich immer eine Gemeinschaft, Gruppengröße partnerlose Männchen, Gruppengröße partnerlose Weibchen, 1 bis 2, Gruppengröße 1 bis 8, bis zu 7 Männchen, bis zu 7 Weibchen. Okay, das ist gut. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Ja, das passt, das kriegen wir hin. Das heißt, wenn wir hier noch einen Strauß drin haben, dann sollte das eigentlich echt cool sein. Macht der hier eigentlich Gewinn? Ah. Ja, die Szenerie ist hier nicht so toll. Gehen wir mal kurz auf Biome. Gemäßigt. Wir müssen nur hier immer auf unsere Finanzen achten. Da müssen wir auf jeden Fall drauf schauen. Wir können hier nicht einfach immer Geld ausgeben ohne Ende. Das ist doch nicht gemäßigt. Willst du mich verarschen? Gehört doch nicht zu gemäßigt dazu, oder? Naja, von mir aus. Mal hier ein Baum. Dann machen wir noch einen Baum hier oder so. Ist aber ein bisschen klein. Ah, das gefällt mir noch nicht so. Die sind, ja, das da ist besser. Ja, lieber hier hoch und dafür nicht so breit, sonst kann man hier den Stand nicht mehr ordentlich sehen. Und dann gehen wir noch her und machen hier pflanzenmäßig was rein. Gemäßigte Pflanzen. Gucken wir mal. So viel gibt es nämlich hier leider gar nicht. Schauen wir mal. Machen wir hier mal so einen Farn hin. Hier hinten platziere ich auch mal noch so einen Farn. Und dann hier vielleicht noch so ein bisschen Blumen. Zack. Und hier vielleicht noch so ein paar Blumen. Zack. So. Und dann sieht das hier schon besser aus. Jetzt würde mich aber trotzdem noch interessieren, wann hier endlich die Tiere da sind. Zoo. Ah, warte mal. Abgeschlossene Forschung wieder. Warzenschwein. Sehr gut. Da haben wir. Ja, da sind wir schon ziemlich weit bei der Warzenschweinforschung. Aber wo ist denn der Mitarbeiter, sag mal? Zoopfleger, Gehege, Eingang rechts. Und der pendelt. Pass mal auf, kein Arbeitsbereich. Du sollst einfach dich mal darum kümmern, mein Freund,
dass du hier die Tiere anbringst. Was ist denn los mit dir? Wo bist du überhaupt? Oh, ein Techniker. Brauchen wir auch Techniker. Das ist gut, dass wir das gesehen haben. Ansonsten verunreinigen wir nämlich das Wasser. Und das wäre nicht so gut. Wo ist denn der Typ jetzt? Sag mal. Arbeitet. Ah ja. Sehr interessant. Und wo arbeitet er? Ah ja. Sehr schön, dass du auch mal was machst. Sehr gut. Dann machen wir hier mal auf Pause und schauen uns das mal an. Das Gelände ist nämlich überhaupt nicht geeignet momentan für das Tier. Und da machen wir erstmal stabiler Rückzugsort. Gehen wir mal auf Gehege. Dann gehen wir auf das afrikanische Tier. Afrikanischer Wildhund. So, alles. Oh, da können wir auch ein bisschen was machen. Hier sowas. Und hier sowas. Dann können wir hergehen und ein großes Essenstablett kaufen. So. Den Brunnen leisten wir uns auch wenn das teuer ist. Ich weiß es doch, dass es teuer ist. Aber wir müssen nun mal uns gut um die Tiere kümmern. Und dann brauchen wir noch einen Holzrückzugsort. Vielleicht, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So. Den packe ich mal direkt hier ran. Und da können wir auch die extra großen Schlafplätze reinmachen. Oder wir machen ein paar große rein. So, machen wir so. Und jetzt können wir uns noch ein bisschen darum kümmern, ums Gelände. Also von der Größe her sind wir gut, da kann man nichts sagen. Aber von dem, wie das Gelände aussieht, sind wir noch nicht so gut. Wir brauchen mehr kurzes Gras, weniger langes Gras. So, er mag hier langes Gras nicht so gerne. Und was er auch gerne mag, ist Erde. Leichte Erde. Gucken wir gleich mal. Ja, das ist vielleicht ein bisschen groß. Schauen wir mal hier so. Gehen wir mal her und machen hier so ein bisschen Erde ran. Da, wo die Wärter reinlaufen, das ist aber ganz hübsch, finde ich. Habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Hier um deren Rückzugsort mache ich auch noch ein bisschen Erde. Ich glaube, das finden die hier auch nicht schlecht. Und dann, ja, komm, hier noch ein bisschen mehr. So, wenn der da hinläuft, um nach den Tieren zu schauen. Und hier gammeln die ja auch regelmäßig rum. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Schaut euch das an. Jetzt ist es vom Gelände her ideal. Von der Bepflanzung her brauchen sie jetzt nicht unbedingt Pflanzen. Aber da machen wir gleich noch was. Aber erstmal lassen wir die hier mal so drin, ganz locker. So, dann können die sich hier frei bewegen. Und die Besucher können sie sehen. Das ist auch super. Und dann rufen wir hier auch demnächst mal einen Techniker. So. Und was wir jetzt auch noch machen. Wir müssen... Moment mal. Wir müssen das Gehege, glaube ich, ein bisschen bearbeiten, oder? Ansonsten sieht das ein bisschen kacke aus. Wir machen mal so. Und dann nehme ich das hier und ziehe das mal so rum. So. Das ziehe ich hier auch ein bisschen raus. So. Und dann gehen wir her und platzieren den hier neu. Das soll so ein bisschen mittiger hier stehen. So. Ich glaube, das passt. Weil jetzt brauchen wir dann hier wieder die Monitore, damit die Leute sehen können, was es überhaupt für ein Tier ist. So. Aber die beiden sind drin. Sehr gut. Der ist direkt mal Alpha. Lebensqualität ist jetzt noch nicht so berauschend. Futterbeschäftigung hat er jetzt noch nicht so viel. Beschäftigung und Spielzeug für die Spezies. Haben wir hier ein bisschen was. Das ist okay. Vom Gelände her ist er sehr zufrieden. Da kann man nichts sagen. Stabiler Rückzugsort haben wir auch. Kann man auch nichts sagen. Also das läuft auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, wann der mit den Straußen hier ankommt. Da kommt er schon. Hervorragend. Jetzt kriegen wir hier nämlich Straußen rein. Dann kriegen die Warzenschweine einen weiteren Bonus. Zack, da ist der Strauß. Dann schauen wir mal. Futterbeschäftigung haben wir für den Strauß noch nicht.
Geländeherz, ideal. Umgebung, Bepflanzung ist für den Strauß ein bisschen zu viel. Das ist aber nicht schlimm, weil wir hatten nämlich mehr Pflanzung gemacht, obwohl die Warzenschweine das überhaupt nicht brauchen. Dann gehen wir mal her und machen hier ein bisschen Pflanzung weg. Hier ein bisschen weg und hier ein bisschen weg. Gucken uns jetzt mal an, ob das für den Strauß jetzt passt. Ah, das ist immer noch ein bisschen arg für den. Der mag das nicht so, wenn hier so viele Pflanzen rumstehen. Machen wir das hier ein bisschen weg. Den Baum, den rücke ich vielleicht ein bisschen mehr hier rüber. Mache ich das hier noch ein bisschen weg. Und hier hinten, das ist auch egal. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt passt das. Der Strauß ist zufrieden. Die hier sind, glaube ich, immer noch zufrieden. Das ist ganz knapp, so wie sie es gerne haben wollen. Das ist auch okay für den Strauß. Er hat einen stabilen Rückzugsort, das ist wunderbar. Lebensqualität ist noch nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Also, das passt eigentlich ganz gut. Jetzt können wir hier auch hergehen und sagen, okay, das ist afrikanischer Strauß. Und hier haben wir fürs Warzenschwein einen Monitor dran, dass wir das sehen können. Und das ist echt cool. Schaut euch das an, das ist wunderbar. Jetzt schauen wir mal kurz, nicht, dass der irgendwie hier aus dem Gehege raus kann. Nö, alles fein. Sehr, sehr gut. Hervorragend. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Strauß drin. Jetzt sollte dann auch bald der nächste Strauß kommen. Wir schauen mal, ob das hier von der Gehegeeinrichtung, ob das auch für den Strauß passt. Art afrikanischer Strauß. Der braucht einen kleinen Futtertrog. Eine Futterschüssel klein. Das passt für den auch. Einen Sprinkler könnten wir noch einbauen. Das findet er gar nicht so schlecht. Aber wir brauchen hier noch eine Futterschüssel, eine große. Die können wir aber gleich noch dazu packen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Und hier ist der zweite Strauß. Hervorragend. Das ist das erste Gehege übrigens, das wir doppelt belegen. Das haben wir davor nie gemacht. Jetzt haben wir das mal doppelt belegt. Und ich glaube, das ist sogar eine echt gute Idee. Und es kommen auch mehr Leute in unseren Zoo. Das ist auch schön. Guckt euch das an. Das, so wollte ich das haben. So. Wir machen mal die Eintrittspreise ein bisschen höher. Und dann, glaube ich, kriegen wir nämlich unseren Zoo hier gut geregelt. Also wir stottern so ein bisschen am Minus noch rum. Aber grundsätzlich schaut euch unseren Gesamtgewinn an. Der ist höher als die kontinuierlichen Ausgaben. Das heißt, wir machen Plus. Und das ist gar nicht so schlecht. Also wir kommen schon langsam in die Regionen, wo man sagen kann, ja, das passt. Hier wäre es vielleicht ganz gut, wie haben wir das mit dem Strauß, dass wir das dann hierhin platzieren. Jetzt müssen wir aber erstmal noch schauen, dass wir genug Geld bekommen. Reicht uns, eine kleine Schüssel reicht eigentlich auch, oder? Ah, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Es wäre halt mal gut, wenn wir jetzt mal ein bisschen deutlich mehr Geld bekommen würden. Aber hier ist auf jeden Fall einiges los. Hier ist eine Spendenbox. Hier müssen wir unbedingt eine Spendenbüchse hinmachen. Ganz dringend. Okay, Veterinärforschung ist abgeschlossen. Wir gucken. Wieder Warzenschwein. Sehr gut. Afrikanischer Strauß müssen wir auch gleich noch forschen. Aber erstmal das Warzenschwein zu Ende forschen ist vielleicht eine gute Idee. Aber hier müssen wir unbedingt eine Spendenbüchse hinpacken, Leute. Und was wir auch machen müssen, ist Werbung. Finde ich. Also ein bisschen zumindest. Machen wir mal Marketing. Hier eine schöne hier Marketing auf Müsli-Packung. Dass wir hier mehr Leute reinkriegen. Und hier muss dringend, ganz, ganz dringend, muss hier eine Spendenbox hin. Guck mal, was hier Leute stehen. Die könnten hier alle Geld reinwerfen. Hier ist wieder ordentlich Geld reingeflogen. Das ist toll. Und jetzt mache ich hier Pause, weil wir können jetzt endlich hier die große Futterschüssel hinmachen für die Sträuße. Für die Strauße. Das hier verschiebe ich ein bisschen so hin. So. Und was wir auch noch machen können, ist hier ein bisschen Beschäftigung für die Strauße zu machen.
machen wir mal. Komm, hier machen wir Beschäftigung für die Strauße hin. Da freuen die sich. Ja. Ja. Hier können wir vielleicht. Ja, eine Futterbox wäre auch gegangen, aber ich glaube, die Futterschüssel ist das gleiche. Das macht letzten Endes nichts anderes. So, sehr gut. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir hier noch ein paar Leute reinkriegen. Haben wir Einrichtungen? Spendenbox. Ganz dringend. Genau hier nämlich. Zack. Werf da schön Geld rein. Das finde ich gut. Richtig schön Geld hier rein. Guckt mal, ich glaube, die kramen schon in ihren Taschen rum. Komm. Ja. Guckt, da fließt schon das Geld rein. Genauso will ich das haben. Und wie das Geld hier reinfliegt. Hervorragend. Und nochmal. Genau deswegen musste da die Spendenbox hin. Schon 300 Dollar. Weiter geht's. Zack. Da fliegt die Asche regelrecht rein. Und schon haben wir 683. Genauso muss es sein. Wir müssen einfach vor die Fenster immer solche Spendenboxen hinmachen. Da fließt das Geld hin. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann können wir nämlich hier wieder auf Einrichtungen gehen. Das ist auch das Letzte, was ich in der Folge machen werde. Wir machen hier afrikanischer Wildhund. Machen wir ein Dings hin, dass man hier den afrikanischen Wildhund sehen kann. Und was wir auch machen, für die Bildung natürlich. Immer für die. Wir müssen immer an Bildung denken. Das ist natürlich essentiell. Machen wir hier so ein Erhaltungs-Infotafel-Ding ran. Zack. Und da können wir auch direkt mal hergehen und sagen, hier, keine Ahnung, Landsharing, nein, Wilderei und Handel mit exotischen Tieren, sowas ist immer gut. Sowas zieht, Geldautomat steht hier auch, wird er genutzt? Gewinn in diesem Zeitraum? Keine, aber ich denke, er wird genutzt. Wir haben halt hier einfach nicht Benutzungskosten und so, aber ich denke, der wird schon genutzt werden. Und wir haben schon wieder 1000. Schon wieder 1000 Dollar und es läuft. Leute, das ist das erste Mal, dass man sagen kann, es läuft. Der Zoo läuft, man kann es nicht anders sagen. Ist hervorragend. Wir haben das erste doppelte Gehege am Start. Was wir jetzt noch machen, das ist jetzt der kleine Bonus. Eigentlich würde ich das jetzt auch nicht mehr machen, weil wir haben schon eine ordentliche Folgenlänge. Aber ich will hier noch ein bisschen bepflanzen, solange es noch nicht hell ist. Machen wir hier Graslandschaft. Zack, da pflanze ich noch ein bisschen. Da haben wir hier ein paar Bäume. Hier zum Beispiel den da können wir hier machen. Und dann können wir hier da noch einen Baum hinsetzen. Die Schwarzwaldpappel Europa. Oh, die guckt hier ein bisschen drüber. Die mag er nicht. Die passt hier nicht so ganz ran. Vielleicht kriegen wir die hier so ein bisschen. Na? Passt das jetzt? Ja, jetzt ist die hier. Ja, genau. Jetzt passt die. Da muss man nämlich immer ein bisschen schauen. Wenn es zu weit drüber schaut, dann habe ich schon festgestellt, ist es nicht so ideal. Na, machen wir vielleicht hier. Hier. Einfach, dass man hier auch nicht so in den stabilen Rückzugsort schauen kann. Ich glaube, das finden die ganz gut. Und dann machen wir da noch ein bisschen was Pflanzentechnisches. So, und vielleicht. Ich finde diese Bäume ganz cool, aber die sind jetzt gerade so ein bisschen flach. Hier haben wir noch ein paar Pflanzen. Hier so ein paar Gräserdinger. So, zack, zack. So, ich musste die Goldruten jetzt doch wieder rausnehmen, weil ich gesehen habe, dass es gar nicht so zu denen passt. Ist aber nicht weiter schlimm. Das spielt keine Rolle. Wir haben mittlerweile 3600 fast und es läuft, Leute, es läuft. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein, was wir machen und dann läuft die Sache auch. Wir können dann noch hergehen und können die Wege hier erweitern. Das ist ja auch das nächste Ziel, was ich habe, dass wir die Wege hier rüberziehen. Dass die Leute hier vorbeilaufen können, das wäre auf jeden Fall das nächste, was ich machen will. Können wir vielleicht mal direkt gucken. Ja, dass man das hier relativ nah vorbeizieht. Das ist so die Idee. Und das dann verbindet hier mit dem Weg. Und dann können die Leute hier nämlich auch vorbeilaufen und können wunderbar hier reinschauen zu den Tieren. Ich glaube, dann freuen die sich.
Das ist auf jeden Fall cool. Ach komm, wir machen das mal auch direkt kurz. Ach, ich kann einfach nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Offensichtlich. Und so könnt ihr einfach immer längere Folgen sehen. So, zack, direkt verbunden. Und jetzt können die Leute nämlich hier auch noch hinlaufen. Können hier auch auf den Monitor starren. Können sehen, oh toll, hier ist ein afrikanischer Wildhund drin. Coole Sache. Und können dann sagen, hey krass, da werde ich doch direkt mal was in die Spendenbüchse reinwerfen. Wenn so ein cooles Tier hier rumsteht, ist das doch perfekt. Bildungstechnisch müssen wir dann auch noch hergehen und müssen hier vielleicht, warum ist denn der Bildschirm falsch rum? Moment mal. Sehe ich gerade. Zack, jetzt ist er gerade. Da sehe ich gerade, wir haben ja jetzt hier das Straußending gemacht. Und hier haben wir nämlich noch den Infolautsprecher fürs Warzenschwein. Da brauchen wir den für den Strauß. So, genau, so machen wir das. Ist hervorragend. Leute, das, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach toll. Hier machen wir noch einen Infolautsprecher ran. Den, ach komm, den setzen wir den hinter den Mülleimer. Ja komm, wir setzen den hinter den Mülleimer. Nicht Mülleimer. Geld wäre klar, Müll. Nee, wir machen das einfach direkt hier so. Dann können die Leute nämlich hier das direkt alles schön sehen, was hier so abgeht. So machen wir das. Und wir brauchen jemand, der den Park sauber hält. Ich sehe es schon. So. Mitarbeiter. Zoopfleger einstellen. Und dieser Zoopfleger, der macht nichts anderes als Müllbänke, Mülleimer, erbrochenes Toiletten. Ja, Toiletten, ja, genau. Ja, der macht nichts anderes als diesen Dreck hier weg. Genau, sehr gut. Und hier noch Einrichtungen, genau, da wollte ich auch noch hier einen machen und hier so einen Lautsprecher machen. Und da läuft natürlich auch Programm afrikanischer Wildhund drauf. So, ah, ich muss ein bisschen weiter mittig verschieben. So. Ich glaube aber dummerweise, das reicht nicht sogar. Wir müssen auch immer aufpassen, dass wir den Bereich nicht zu groß machen. Weil ansonsten ist das natürlich wieder uncool, da man dann auf der anderen Seite es auch hört. Und das wollen wir nicht. Deswegen muss man da immer ein bisschen drauf achten. 6 Meter. Das verschieben wir so ein bisschen hier hin. Wasseraufbereitung hat versagt. Bitte was? Techniker. Beide Techniker. Der wurde schon vor Ewigkeiten angefordert und kommt einfach nicht. Was ist los mit dem Typen schon wieder? Techniker, Techniker, Techniker. Was macht denn der? Gehegeeingang rechts. Ach so. Warte mal, der hat Arbeitsbereiche. Da müssen wir vielleicht Arbeitsbereich machen. Und müssen möglicherweise den Arbeitsbereich bearbeiten. Und müssen das ausweiten auf die beiden Dinger. Dass der hier auf jeden Fall vorbeikommt und das repariert. Ansonsten werden die Tiere wieder krank. Dann haben wir wieder Demonstranten. Und die Demonstranten demonstrieren so rum. Und das finden wir alles nicht so gut. So. Sehr gut. Hier auf jeden Fall gute Beschallung. Dann lernen die Leute endlich auch mal was. Sollte sich aber schon so ein bisschen eigentlich überschneiden. Ich dachte, wir hätten das schon ein bisschen vermittelt gemacht, aber scheinbar nicht ganz. So. Jetzt überschneidet sich das so ein bisschen. Ich glaube, das ist okay. Und von der Natur her können wir dann hergehen und hier noch Biome gemäßigt. Können wir vielleicht hier so ein bisschen Pflanzen hinsetzen. Das machen wir ja. Nein, nicht an Oberfläche ausrichten, sondern so. Dann haben wir hier die Pflanzen so ein bisschen, um das zu verdecken.
das nicht mehr so. Ich glaube, das ist ganz schön so. Aber jetzt muss ich die Folge echt mal beenden. 48 Minuten schon wieder. Beziehungsweise, wenn es dann geschnitten ist, vielleicht so 45 oder so. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Das ist mir echt sehr wichtig, ist mir ein Anliegen. Mir wird es auch sehr viel Spaß machen, wenn die Community wächst. Also einfach den Abo-Button drücken und natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch kein Video von unserem neuen Zoo, der schon echt eine gute Basis jetzt bildet, um da auf jeden Fall weiterzumachen. Ihr siehst das, wir machen gut Plus. Und ich glaube, so machen wir auf jeden Fall weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder reinklickst. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer du das Video gerade betrachtest und siehst. Bis dann, over and out. Ciao.